Deutscher Mafia! Prativ! So, da haben wir die richtigen Streben gefunden. So. Aus dem werden wir bauen 4 Stück. 4 Stück packen wir uns ein und weiter geht's zu Textilien und Watte. Und so, das Ganze werden wir hier fixieren mit diesen Minischrauben. Oder die, ich muss jetzt gucken. Auf jeden Fall Schrauben. So, ich habe die mal Daumenfuffi ausgegeben. Noch so Absorberplatten mitgenommen. 4 von denen. Das sind ganz mini Schrauben und hier lange Schrauben. Okay, dann ab nach Hause. So, das Ganze ist fertig, ist richtig gespannt und hier an den Seiten, Moment, zack, an den Seiten komplett mit den kleinen Schraubchen fixiert. So, jetzt kommt Watte und schön Watte rein. So, meine Lieben, es geht weiter. So, wir haben uns schon hier so Hacken gekauft. Die kommen natürlich oben. So, damit das Ganze hier ein bisschen mehr Stabilität bekommt, weil das ist so am Wabbeln. Hier muss ja noch Watte rein und so weiter. Habe ich mir jetzt nochmal so eine Streben gekauft. Die werde ich jetzt 2 Stück. Die werde ich jetzt einmal hier, muss ich gleich absägen. Und einmal so quer. Hier ist die andere. Und genau, dann machen wir weiter. Let's go. So, fixiert. Jeweils hier mit einem Schräubchen, wie man sieht, damit das nicht mehr wieder hochgeht. Hier in der Mitte habe ich das auch verbunden. Ist ein bisschen hier geplatzt wegen zu dicke Schraube, aber ist auf jeden Fall fest, kann nicht mehr hoch. So, diesen Reststoff habe ich jetzt mal hier rüber gemacht. Und jetzt werden wir das Ganze mit Watte füllen. Wie gesagt, Angelschnur ist hier schon befestigt. An solchen Haken, die ich reingeschlagen habe. Jetzt werden wir schnell bohren und dann haben wir das. So, meine Lieben, wir kommen langsam zum Ende. Dann kann ich hier diesen ganzen Chaos hier langsam wegräumen. Also, wir haben unten Streben gemacht, nochmal so zur Befestigung. Jetzt habe ich so Kartons nochmal draufgelegt. Jetzt habe ich 2 Säcke, jeweils 1 Kilo schwer entflammbare Watte. Die werde ich jetzt überall hier verteilen, komplett. So, dann kommt das ganz genau dahin. Die Haken wurden schon gebohrt, sind schon eingedreht, bombenfest hält das. Und dann wird das hier so aufgehangen mit der Angelschnur quasi. Und dann kann ich mich austoben. Ich kann drunter dann LED nochmal verbauen und so, aber erstmal zu damit das hier fertig wird hier endlich. Und ja, nicht lange labern, jetzt Watte hier ein bisschen verteilen.
und restliche Schnippschnaps hier auch verteilen und dann ist gut. Let's go. Stopp. Ich habe gerade gemerkt, das ist jetzt nicht so sinnvoll. Erstmal machen wir die Watte und oben legen wir dann die Kartons drauf. Also, los. Junge. 1 Kilo Watte. Junge. 1 Kilo Watte. Guck mal, wie viel das ist. Und ich habe 2 Säcke bestellt. Nee, der eine Sack reicht vollkommen aus. Lecker mio, ey. Das ist ja richtig voll die fette Schicht. Oben kommt jetzt Kartons drauf. Und dann werden wir das oben aufhängen. Und dann haben wir unsere top isolierte Ecke sozusagen. Boah, das ist aber ganz schön viel Watte, ja, für 1 Kilo. Und da sind dann so fette Brummer. Das ist ja richtig fette Brummer, nicht so dünn. Hier, ich habe hochgehoben und da ist noch immer alles befüllt. Sehr fette Schicht. Umso besser. So, dann wollen wir das Ganze mal aufhängen jetzt. Erstmal Pappe drauf und dann aufhängen. So, erster Versuch. Die Angelschnur ist noch zu lang. Müssen wir kürzen. So an sich ist das eine sehr gute Idee. Aber das muss noch näher an die Decke ran. Das sieht ja aus wie so ein Doppelbett. So, weiter geht's. Abnehmen, Schnur kürzen und weiterballern. So, meine Lieben, ich habe gemerkt, mit der Angelschnur, das wird nichts, weil die Angelschnur, die dehnt sich. Und egal wie fest ich das ziehe, Angelschnur dehnt sich einfach. So, jetzt habe ich hier so ein Draht genommen. Jetzt haben wir das mit Draht so eng wie möglich dran gemacht. Und jetzt machen wir noch mal drauf. Let's go.